Sicherlich hast du den Begriff Neuroplastizität schon einmal gehört. Unter diesem Begriff versteht man die Fähigkeit des Gehirns, seinen Aufbau und seine Funktion so zu verändern, dass es optimal auf neue äußerliche Einflüsse und Anforderungen reagieren kann. Im Alter zwischen 0 und 25 Jahren verändert sich das Gehirn nahezu durchgehend. In dieser Zeit wird es sozusagen programmiert. Eindrücke und Erlebnisse in dieser Zeit beeinflussen zu einem großen Teil, wie unser Gehirn im Erwachsenenalter funktioniert und wie wir auf Dinge reagieren oder handeln. Deswegen scheint es für Kinder so spielend leicht, neue Fähigkeiten wie Fremdsprachen oder Musikinstrumente zu lernen. Doch auch im Erwachsenenalter haben wir die Möglichkeit, unser Gehirn und unsere Persönlichkeit so anzupassen, wie wir es gerne hätten. Produktiver, disziplinierter und kreativer. Mit den neuesten Erkenntnissen aus der Hirnforschung ist es für uns möglich, unser Gehirn zu hacken und umzuprogrammieren. In diesem Video erfährst du, wie. Kommt dir folgendes Szenario bekannt vor? Du hast eine große, wichtige Aufgabe zu erledigen und eigentlich auch jede Menge Zeit dafür. Doch anstatt dich direkt an die Arbeit zu machen und sie rechtzeitig zu Ende zu bringen, kannst du dich einfach nicht dazu aufrappeln, endlich loszulegen. Andere Dinge scheinen gerade interessanter zu sein. Die Zeit vergeht und die Aufgabe wirkt immer größer und bedrohlicher. Dein gesamter Körper wehrt sich dagegen anzufangen, bis die Deadline immer näher rückt. Plötzlich gibt es keine Ausreden mehr. Du setzt dich ohne Widerrede an die Aufgabe, bist fokussiert und bringst sie kurz vor der Abgabe zu Ende. Was ist da in deinem Gehirn passiert? Wieso können wir uns teilweise wochenlang nicht dazu bringen, etwas zu erledigen? Doch sobald uns eine Deadline im Nacken sitzt, schaffen wir scheinbar unmögliche Dinge in wenigen Stunden. Was dieses ganze Phänomen damit zu tun hat, wie wir unser Gehirn produktiver machen und schneller lernen, schauen wir uns jetzt an. Dazu müssen wir verstehen, wie unser Gehirn Signale sendet und verarbeitet. Um zu überleben, greift unser Körper auf eine Vielzahl von Gefühlszuständen zurück. Diese werden von unterschiedlichsten Neurotransmittern und Hormonen ausgelöst. In der heutigen Zeit wird Stress häufig als etwas Negatives angesehen. Dabei ist Stress für uns genauso überlebenswichtig wie Entspannung oder Freude. Das Hormon Cortisol, das bei einem Stresszustand ausgeschüttet wird, ist der sprichwörtliche natürliche Tritt in den Hintern. Stress bringt uns in Bewegung. Es sorgt dafür, dass wir aktiv werden. Und je schneller und entschlossener wir handeln müssen, desto mehr wird davon ausgeschüttet. Fühlen wir uns beispielsweise durstig, so steigt das Cortisol-Level etwas und wir fühlen den Drang zu handeln. Sind wir dagegen fast am Verdursten, können wir in eine Art Panikzustand verfallen. Hier tun wir beinahe alles, um an Wasser zu kommen. In diesem Zustand gibt es nichts Dringenderes oder Wichtigeres, als etwas zu trinken zu finden. Stress und Aufregung bringen uns in Bewegung, weil sie unser Überleben sichern wollen. Wie hilft uns diese Tatsache nun aber dabei, Dinge schneller zu lernen und produktiver zu werden? Hier müssen wir weiter verstehen, wie und wann einzelne Neurotransmitter und Hormone wie beispielsweise Cortisol oder Dopamin ausgeschüttet werden und wie wir diese zu nutzen haben. Wie eben gelernt, bringt uns ein Stresszustand in Aktion. Sind wir die ganze Zeit tiefenentspannt und es fehlt uns an nichts, so werden wir mit großer Wahrscheinlichkeit keinen Drang verspüren, etwas zu ändern. Wir müssen uns also einem gewissen Stress aussetzen, um überhaupt anzufangen. Wollen wir am Ball bleiben und mit vollem Fokus an etwas arbeiten, brauchen wir einen weiteren Neurotransmitter namens Acetylcholin. Unser Gehirn ist tendenziell eher faul. Die meiste Zeit will es Dinge erledigen, die keine großartige Gehirnleistung erfordern. Das hat den Zweck, wertvolle Kalorien einzusparen und so länger ohne neue Nahrungszufuhr zu überleben. Denk dran, unser Gehirn hat sich seit der Steinzeit, wo Lebensmittel knapp waren, nicht sonderlich weiterentwickelt. Acetylcholin wird jedoch nur ausgeschüttet, wenn wir uns ganz einer Sache widmen und beinahe jeden Gedanken fokussiert auf eine einzige Aufgabe richten. Und genau hier wird unser Gehirn formbar. Lange Perioden hochkonzentrierter Arbeit, gefolgt von Perioden von Entspannung und Ruhe, sorgt für Neuroplastizität. Genau wie beim Kraftsport, bei dem der Muskel einen Trigger braucht, die schweren Gewichte heben und bei der Erholungsphase wächst. Das fokussierte Arbeiten und das ausgeschüttete Acetylcholin ist der Auslöser. Die Entspannung im Nachhinein speichert die neue Fähigkeit ab. Laut Hirnforscher Dr. Andrew Huberman lässt sich tiefer Fokus am besten herstellen, wenn das Gehirn drei Informationen hat. Erstens, wie lange dauert eine gewisse Aktivität? Zweitens, in welche Richtung bringt sie mich? Drittens, was ist das Endziel, das ich damit erreichen möchte? Sich ständig diese Dinge vor Augen zu halten und konzentriert zu bleiben, benötigt jede Menge Kraft. Dabei musst du verstehen, dass der anfängliche Stresszustand ein Bestandteil davon ist. Diesen musst du überwinden, um in diese Phase des vollen Fokus zu kommen. So wie beim Beispiel mit der aufgeschobenen Arbeit zu Beginn des Videos. Deshalb ist Stress ein wichtiger Auslöser. Er sorgt für die nötige Dringlichkeit und Wachheit. Während dem Prozess wird ein weiterer wichtiger Neurotransmitter ausgeschüttet. Norepinephrin, das sehr eng mit Adrenalin verwandt ist. Damit ist es auch im Erwachsenenalter möglich, neue Fähigkeiten oder Sprachen in kürzester Zeit zu beherrschen.
Was dafür nötig ist, ist einerseits ein tiefer Fokus und auf der anderen Seite eine Dringlichkeit. Handelt es sich beispielsweise um Fähigkeiten, die nötig sind, um an Nahrung zu kommen, hat es für uns die höchste Dringlichkeit und unser gesamter Fokus wird sich darauf ausrichten. In Extremsituationen wird unser Körper also alles dafür tun, um diese Fähigkeit so schnell wie möglich zu lernen. Das Problem nur hierbei, wir leben in einer Zeit, in der selten etwas so eine hohe Dringlichkeit hat, dass unser Überleben davon abhängt. Man kann sagen, unsere Lebenssituation ist zu bequem, um Neues zu lernen und uns so konsequent zu verbessern, wie wir biologisch eigentlich imstande wären. Das ist der Grund, wieso die meisten Menschen aufgeben, sobald es etwas härter wird. Doch auch hierfür gibt es einen genialen Hack. Das Hormon Dopamin. Dieses Hormon wird ausgeschüttet, wenn wir auf ein Ziel hinarbeiten. Es durchströmt unseren Körper mit einem Glücksgefühl, mit Stolz und Freude. Da dieses Gefühl jedoch nur kurz anhält, wirst du dir vermutlich denken, dass es nicht wert ist, wochenlang an dir zu arbeiten, um ein paar Minuten ein Glücksgefühl zu fühlen, oder? Nun, das ist nicht zu 100% korrekt. Es ist zwar richtig, dass Dopamin freigesetzt wird, wenn man etwas Erstrebenswertes erreicht, doch die Hauptaufgabe von Dopamin ist es, uns auf der richtigen Spur zu halten. So wird es jedes Mal freigesetzt, wenn wir einen Meilenstein erreichen oder an das Erreichen des Meilensteins denken. Arbeiten wir fokussiert an einer Sache, fühlen wir regelmäßig ein kleines Glücksgefühl und haben mehr Energie. Das ist das Dopamin, das uns sagen möchte, bleib dran, du bist auf dem richtigen Weg. Chemisch betrachtet wirkt das Dopamin in einem gewissen Maße gegen das Norepinephrin. Wenn wir zu viel Norepinephrin in unserem Körper angesammelt haben, also zu großem Stress über einen zu langen Zeitraum ausgesetzt sind, hören wir auf, bevor wir am Ziel sind. Dopamin senkt in diesem Prozess das Norepinephrin-Level und gibt uns so mehr Energie, damit wir länger am Ball bleiben können. Das ist beispielsweise bei einem Fußballfinale zu betrachten. Beide Mannschaften geben 90 Minuten alles und sind am Ende körperlich am Limit. Doch die Gewinnermannschaft wird mit so viel Dopamin belohnt, dass sie direkt nach dem Spiel genug Energie haben, um stundenlang zu feiern und zu tanzen. Wir können diese bewussten Mini-Erfolgserlebnisse selbst kreieren, indem wir uns selbst Meilensteine setzen. Allein die Tatsache, dass unser Gehirn glaubt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, reicht aus, um uns mit Dopamin zu versorgen. So können wir auch herausfordernde Tätigkeiten so lange durchziehen, bis wir diese vollständig meistern. Ich weiß, das war jetzt viel wissenschaftliche Theorie und Fachbegriffe. Deswegen hier nochmal zusammengefasst ein Quick Guide, wie du dein Gehirn so veränderst, dass du spielend leicht neue Fähigkeiten lernst, kreativer und produktiver wirst. Erstens, setz dich einem Stress aus, damit du anfängst. Zweitens, fokussiere dich voll und ganz auf die Tätigkeit. Drittens, setz dir kleine Teilziele, an denen dein Körper dich mit Dopamin belohnt. Viertens, achte auf intensive Ruhe- und Entspannungsphasen. Denn ähnlich wie beim Muskelaufbau verändert sich dein Gehirn in der Ruhephase. Lass uns ein Abo da, wenn dir das Video gefallen hat, um keine weiteren Videos zu verpassen. In der Beschreibung habe ich dir noch einen Blogartikel von mir verlinkt mit dem Titel Was deine Kindheit damit zu tun hat, dass du nicht ins Machen kommst. Der Artikel war für viele Leser ein Augenöffner. Schau gerne mal vorbei. Das war's von mir, deinem Dennis. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.